Joho, 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 peace Leute, willkommen zurück zu einem Minecraft Let's Play in der nächsten Aufnahme. Ja, ich bin diesmal kotzfrei und alles und ja, da wird wieder alles gut hier im Let's Play, das finde ich natürlich super gut, juhu. So, dann wollen wir mal weiter loslegen hier in dieser schnieken kleinen Welt, die Welt, Welt, Welt. Erstmal kurz hier am Anfang, ich werde noch ein bisschen rumlaufen, ich habe ein paar Kommentare bekommen, die Namen fallen mir jetzt leider nicht mehr ein, aber ich habe mir so eine kleine To-Do-List angelegt, was jetzt so alles hier ins Let's Play mit reinkommt, was ich bauen soll und alles. Erstmal vielen herzlichen lieben Dank, die meine Videos vom Minecraft LP oder Staffel 2, der fucking Staffel 2, immer schön kommentieren und so. Und ja, da steht halt so einiges drauf, wie zum Beispiel bau ein Baumhaus, das denke ich mal... Ja, da muss ich oben auf jeden Fall noch abholzen. Das Baumhaus passt auf jeden Fall, denke ich mal, irgendwo hier in den Dschungel hinein. Ich denke mal, das baue ich dann mal hier oder so hin. Da werde ich schon irgendwie was finden. Ich sollte das Haus ein bisschen höher bauen, weil es so noch ein bisschen klein wirkt. Ist aber im Gegensatz zu denen hier, denke ich mal, baue ich das jetzt eventuell nur noch ein bisschen aus. Also wird auf jeden Fall noch in die Breite gehen, so wie ich es mir jetzt vorgenommen habe. Mal gucken, ob ich es in dieser Aufnahme mache oder erst in der nächsten oder in den 20. Und, ja, wie gesagt, ansonsten halt Monsterfalle. Und ich soll mich auf jeden Fall mit Alchemie mal beschäftigen. Ich denke mal, ich habe jetzt eh was vergessen. Die To-Do-Liste habe ich jetzt gerade auch nicht da. Aber egal. Wir werden uns in dieser Folge jetzt, denke ich mal, hauptsächlich erstmal um das kleine Bäckerhäuschen hier kümmern. Und eventuell schon mal viel, viel Holz sammeln für das Baumhaus, was ich dann hier irgendwo hinbauen werde. Eventuell auch mehrere Stöcke. Und ja, dann wollen wir mal gucken, wie das hier wird. So, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich das, hier diese Bäckerei oder so, irgendwie, wenn man hier gerade ausgeht, also Gate, so richtig Gain und so, haben wir denn eine Axt? Natürlich haben wir keine Axt, dann werde ich das jetzt erstmal so mit der Schaufel kaputt schlagen. Guck mal, hier ist das ein bisschen doof. Dann denke ich mal, werde ich die Bäckerei hier hinbauen, oder? Das denke ich mal, passt ganz gut. So, den Zaun wieder gekonnt dahinsetzen mit meiner blauen Hand. Weil, warte mal, ich geh mal einmal kurz außen rum. So, lalala, laufen. Ich will mal hier, packe ich das auch noch mit Erde voll hier, das sieht ja schrecklich aus. Ich denke mal, das passt ziemlich gut hier hin, weil da auch noch ein schneeker Weg ist. Ist dann auch ein bisschen abseits der Stadt, aber pff, ich würde mal sagen, das ist Wayne. So, und die Dorfbewohner, wie ihr natürlich auch seht, Herbert lebt natürlich noch. Guck mal, da ist der Herbert. Na komm, eine Aufnahme. Wie geht's dir denn, Herbert, hm? Na? Ja, Herbert ist so ein kleiner Insider geworden, habe ich auch schon in den Kommentaren gesehen. Also die mögen Herbert, denke ich mal, ziemlich. Was hast du denn heute? Also der macht Lederharnische, der Herbert. Auch nochmal ein kleines, Dings, der hat halt so ein kleines, ein kleines Hobby, der stellt halt Lederrüstung her. Und ja, ne, das machst du gerne, ne? Ja, da guckst du mich weiter an, ne? Na, gucke mal, wir haben mich hier verfolgt. Also auf mich sollst du jetzt nicht stehen, sondern ich suche dir noch deine Traumfrau irgendwie, also, ne? Da seht ihr auch nochmal den schönen Schnäuzer, den bärtigen Bart, wo sich auch einige drüber kaputt gelacht haben, fand ich auch ziemlich cool. So, Herbert auch jetzt in dieser Aufnahme gezeigt, schon mal einen kleinen Punkt abgehakt. So, haben wir denn Erde dabei? Wir haben ganze 20, 64, joa, keine Ahnung, ob das reichen wird. Bei mir weiß man nie, ob das reichen wird. Machen wir das Loch hier auf jeden Fall mal zu, weil Löcher stören ab und zu dann auch wirklich mal. Löcher sind ab und zu vorteilhaft in bestimmten körperlichen Aktionen, aber naja, das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Sonst wird die Folge genauso krank wie die letzte Folge und das wollen wir ja natürlich nicht. Wir wollen ja hier gebildetes Fernsehen machen. Fernsehen sage ich schon, ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ne, ihr wisst schon, was ich meine, auf jeden Fall mit Niveau und so, ne. Diese Creme baue ich auf jeden Fall mal bald ein. Und damit das auf jeden Fall jetzt nicht der letzte Dreck hier wird. Und, oh, Insider, cool, was laber ich denn da schon wieder? Mann, nicht Insider, sondern hier von wegen, ich baue gerade mit Dreck und deshalb sollte das jetzt gerade lustig sein, aber ich habe den Witz schon wieder vercheckt. Mann, bin ich mal wieder schlecht hier. Egal, ich bin ja bekannt dafür, dass ich übelsten dreckigen Mist laber. Haha, Dreck, oh, der ist voll witzig. Oder etwa nicht. Na komm, der ist doch witzig, oder? Gibt es zu, ihr habt gerade natürlich euch den Schwanz abgelacht. Und wenn ihr eine Frau seid, dann habt ihr euch eben was anderes abgelacht. So, haben wir denn jetzt noch Erde? Ja, ganze 5. Also das ist sehr cool, sehr cool. Wo ist denn jetzt die Musik geblieben? Ist jetzt gerade so leise? Ah, guck mal, da ist sie wieder. Ja gut, das ist ja mal wieder sehr schön hier, die Musik. So, ja, auf jeden Fall müssen wir uns dann gleich noch irgendwo Erde irgendwie abdrehen.
tragen oder so. Wo können wir das denn am schnieksten machen? Haben wir denn wenigstens eine Schaufel? Ja, wir haben noch hier eine Schaufel, wir haben noch da eine Schaufel. Und boah, guck mal, wie viele Schaufeln wir alleine haben. So, dann grabe ich jetzt einfach mal hier die unnötigen Kackgipfel hier ab. Einfach mal irgendwie, ne? Oh, es wird schon wieder dunkel. Machen wir durch? Nee, wir machen nicht durch. Dafür sind wir viel zu klein und so. Ach komm, dann grabe ich jetzt hier einfach mal eine Ebene ab und steck dir dann einfach mal irgendwie, ne? Irgendwie ab oder so. Geh mal einmal hier so querfeld rein. Und dann stecke ich das jetzt einfach mal ab. Mach da so ein kleines Gebirgsloch rein oder was, wo wir auch immer sind. So ein kleines Kackloch, Meteoridenloch natürlich. Bekommen dann ab und zu dann auch mal ein paar Samen, die wir hier frisch gespendet haben. So, guck mal, da kommen wir ja hier, boah, perfekt, würde ich mal sagen, oder? Haben wir das nicht perfekto Matico gemacht? So, aber ich bin schon gespannt, wie das Baumhaus auf jeden Fall wird. Ach ja, jetzt fällt mir auch wieder ein, was noch auf der Liste stand. Ich soll einen Keller bauen, in meinem schnieken Häuschen da hinten. Werde ich auf jeden Fall auch noch machen, auch wenn ich da schon eine kleine Lagerhalle habe. Aber Wayne, das mache ich einfach da mal. Ach ja, und, oh, wieso fällt mir das jetzt erst alles ein? Ja, ich mach das am nächsten Morgen. So, ich soll den Tempel ausheben, also nicht ausheben, sondern, ne, alles mögliche an Redstone, alle möglichen Schalter, die, morgen, Mr. Zombie, ja, wie heißt das hier, die, diese Trittfallen da, was es auch immer ist, die soll ich alle abbauen und alles mögliche, werde ich mir dann auch noch vornehmen. Na, bist du aggro auf mich, Spinne? Bist du aggro auf mich? Ey, Digga, bist du aggro auf mich? Jetzt komm hier. Lüg mich nicht an, du bist aggro auf mich. Ey, komm, da bist du doch, oder? Jetzt hau du nicht ab, du scheiß Spinner hier. Ey, Spinner, Spinne. Boah, diese, ich bring so schlechte Witze jetzt gerade. Mann, Mann, Mann. So. Also, Keller wird auf jeden Fall gebaut und den Tempel werde ich dann auch irgendwann, wo haben wir jetzt die Erde da? Dann auf jeden Fall, falls ich ihn überhaupt noch wiederfinde, weil ich habe mich ja selber da drin verlaufen. Ich weiß jetzt selber auch gar nicht mehr, von wo ich jetzt genau komme. Ich denke mal, dass ich von da hinten komme und der Tempel dann irgendwo da hinten versteckt ist. Mal gucken, ob ich das jetzt noch in dieser Aufnahme mache. Einfach mal spontan schauen, weil ich bin sehr spontan hier in dieser Folge. Und ja, nochmal für die, die jetzt kein, was auch immer ich da gerade gesprochen habe, können. Ich bin sehr spontan in dieser Folge hier und werde dann einfach mal schauen, was ich hier alles bringen werde. Ja, dieses kleine Bäckereichen wollte ich auf jeden Fall bauen. Den Keller mal gucken, der dauert, dürfte ja nicht so lange dauern. Bräuchte ich auf jeden Fall nur ein paar Spindel hacken. Und dann stecke ich jetzt hier einfach nur mal was ab. Weil Erde, denke ich mal, brauchen wir in Zukunft eh nochmal, um irgendwie, um einen Berg zu bauen oder so. Falls wir mal den Mount Everest nachbauen sollen, also neben New York da natürlich, ne? Wisst ihr ja auch, New York möchte natürlich auch nochmal bald nachbauen hier in der Stadt. Irgendwann mal, ne? Wisst ihr ja Bescheid. Wenn ich noch eine Schaufel... Klar, haben wir noch eine Schaufel. Hallo. So, transportieren wir hier einfach nochmal ganz viel ab. So. Ich denke mal, das reicht dann auch erstmal irgendwie. Bevor wir zu produktiv sind und zu viel Erde abbauen. Das will ja auch keiner. Weil wer braucht schon Erde? Außer ich. Erde ist ja auch sehr lecker. Also Dreck reinigt den Magen, was mal so förmlich und bildlich auszuprägen und so. Das bekommt man ja auch schon im kleinen Kindesalter auch schon zu hören. Das Dreck den reinigt den Magen. Scheiße, habe ich jetzt gerade ein Wortdreher hingehabt. Alter, das Dreck den Magen reinigt. So, ich glaube, ich muss mal so eine Biologiesendung machen oder so. Und dann so detailliert erklären, wieso Dreck den Magen reinigt. Hab ich auch bis jetzt noch nie verstanden. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwelche Verdauungsstoffe oder sowas gibt, die irgendwie den Dreck umwandeln in Spülmittel oder so. Und oder Magen, Gehirnwäsche, oder was weiß ich was alles. Und Alter, wie baue ich denn hier schon wieder? Ja, meine rechte Maustaste ist immer noch total abgefuckt, deswegen. Ja, ob dann irgendwie der Dreck zu, ja, irgendein Haushaltsreiniger wirkt und, dann gleichzeitig irgendwie den Magen reinigt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr das ja, wieso reinigt Dreck den Magen? Ich habe selber keine Ahnung. Also ich esse selber auch gerne Dreck. Auch Dreck auf Pizza oder Dreckdöner oder was weiß ich was, Dreck mit Pommes. Oder Dreck mit Mayo ist auch sehr zu